Hallo zusammen. Ich sitze auf einem Cargo, wo etwas ganz Spezielles hat. Das Dach. Ursprünglich kommt die Dachkonstruktion von unserem australischen Kunden. Dort haben wir dazu das Dach machen, vor allem wegen der Sonneneinstrahlung. Die haben dort viele höhere UV-Belastung, so dass der Pöschler, der unterwegs ist, muss vor der Sonne geschützt werden. Das ist bei uns noch nicht so weit. Bei uns ist es noch etwas besser mit dem Ozonloch, das dort halt eben ist. Und bei uns noch nicht, da haben wir mehr UV-Licht, das weggefiltert ist. Wir haben die Idee vom Dach übernommen und haben sie bei uns angepasst, dass unsere Fahrer vor Regen geschützt sind. Da haben wir die Dachkonstruktion genommen und vorne wollen schliessen. Das ist aber bei unseren Böschlern nicht gut angekommen, weil die müssen die ganze Zeit da vorne arbeiten und ihre Ware rausnehmen und verteilen. Wir haben so ein Klappsystem gemacht, aber das haben sie nicht gerne gehabt, die Manipulation. Da haben wir uns aerodynamisch beholfen. Wir haben so Spoiler gemacht und da vorne hat es eine Einlauflippe, einen Spoiler, der die Luft kanalisiert und oben und auf der Seite wegführt. So, dass ich da beim Kopf möglichst wenig Luftströmung habe und auch bei Regen möglichst trocken bleibe. Das funktioniert sehr gut, außer der Regen kommt von der Seite, dann werde ich genauso nass. Das Dach kann man nicht nur für Cargo haben, das kann man auch auf der DXP, DXS und sogar auf der DX2 montieren. Gute Zeit, tschüss zusammen.